Hey, ich wünsche euch willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. In der letzten Folge haben wir einen Menschen geopfert, um unsere geliebte Antea zu retten. Und jetzt versuchen wir unseren Weg weiter. Oh, hier können wir noch was machen. Da liegt jetzt schon, das ist schon skelettiert. Das ging ja schnell. Enthüllen. Okay, machen wir das erstmal. Ich habe das Leben eines Mannes genommen, den ich liebte, und aß sein Fleisch. Ich verdiene all dies. Jacobs Körper ist verschwunden. Wurde er von Tieren gefressen? Oder von Ben Stoughtons Maden? Ich hätte ihn begraben sollen. Lass uns raus aus diesem Drecksloch. Das kommt aber überraschend. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na gut. Zurück zur Brücke. Mal sehen, ob wir jetzt darüber kommen. Gehen wir zurück zur Brücke. Ich fühle mich wieder gestärkt. Mal sehen, ob ich mit den Spektralspuren recht hatte. Warte mal, wie kommen wir denn zur Brücke? Darüber. Wenn wir denn wieder da hochkommen. So. Also gut. Ich glaube, ich kann hinüberspringen. Deine Verbannerringe werden helfen. Kannst du die Stelle finden, wo die Flecken aufeinandertreffen? Soll ich da jetzt drüber springen? Spuren ausrichten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll jetzt. Spuren ausrichten. Warte mal. Muss ich jetzt vielleicht doch hier runter? Ach, ich habe jetzt ein Seil. Das ist ein Endlosseil. Ich besitze einfach ein Endlosseil. Verstehe. Okay. Wir kommen ja wahrscheinlich hier rüber, ne? Aber... Ah, C. Komm mit. Alles in Ordnung. Ging mir nie besser. Was wird das? Kommen wir denn auch wieder zurück? Naja. Also über die Dinger können wir uns quasi katapultieren. Oh, komme ich hier auch runter? Scheinbar schon. Vielleicht gibt es da noch Loot. Hier war ich schon mal. Hier war ich schon mal, oder? Die andere Seite der Brücke. Ah, so komme ich auf jeden Fall wieder zurück. Genau, hier war ich schon. Okay. Dann wieder hoch. Zack. Ja, ist ja praktisch, dass diese gelben Dinger immer überall hängen. Man direkt weiß, wo man hin muss. 3 Kilometer noch bis zu unserem nächsten Ziel. Mal sehen. Wahrscheinlich nach New Eden. Weiterhin. Da liegt ja unser Ziel.
die Waldbewohner. Okay. Ja, aber erstmal ein Stück durch den Wald. Okay, vielleicht können wir hier ein paar Ressourcen sammeln. Oder andere Dinge machen. Tja. Oh, hinten sind... Nee, das sind Raben. Aber ich nehme gerne hier mal diese Abkürzung. Das war ein gewagter Sprung. Geisterkräfte sind faszinierend. Aber ich komme mir so unbeholfen vor. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Du wirst sie ebenso meistern, wie du alles andere gemeistert hast. Ist das der richtige Weg? Oder ist das egal? Hätten wir doch oben hingemusst. Ach, da geht's nicht weiter. Ah ja, okay. Warte, da muss ich doch nochmal da hinten gucken. Mensch, habe ich eine Ausdauer. So, hier nochmal gucken. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Aber hier gibt es bestimmt ein bisschen Loot. Sieh mal einer an. Noch eine Straße ins Nichts. Schaffen wir den Sprung? Keine Spektralspuren in Reichweite. Ich kann dir hier nicht helfen. Dann suchen wir einen anderen Weg. Verdammtes Land. Wenn wir wieder in New Eden Town sind, kannst du ja Beschwerde einreichen. Deswegen. Hier kommt man nicht wirklich runter. Aber das war der andere Weg. Schade. Ich dachte, wir könnten ein bisschen was entdecken und ein bisschen hier rumschnüffeln. Dann haben wir direkt schon den anderen Weg entdeckt. Entdeckt. Ist ja auch nicht so schwierig. So. Da ist wieder so ein weißes Licht. Zwei davon. Hier geht's auch nicht weiter, soweit ich sehe. Oh-oh. Sehen die uns? Oh, da sind noch mehr. Shit, Alter. Gehen wir erstmal hier oben gucken. Benutze mit Antea deinen Phantomsatz. C, um in den Kampf einzugreifen und sofort in Nähe ins Ziel zu gelangen. Eine solche Manifestation verbraucht Geisterpunkte, benötigt eine Abklingzeit, bevor sie erneut benutzt werden kann. Okay. Was siehst du? Irgendwas, was uns weiterhilft? Aber Spektralstaub habe ich ja genug. Hier sind Spuren. Wenn die Ausrichtung stimmt, können wir hier vielleicht springen. Du sagst, wo es lang geht. Ich bin nur der Handlanger. Ich sehe überhaupt keine Spuren. Aber da unten müssen wir noch ein bisschen platt machen. Schema. Er sucht sich eine Hülle. Hier, bedien dich. Du hast eine Ansammlung spektraler Aktivität gefunden. Als Verbannung obliegt es dir, die Gefahr zu bannen. Deine Lebenspunkte und Blutladung werden zu Beginn nach Abschluss einer solchen Begegnung vollständig wiederhergestellt. Durch das Eliminieren einer solchen Ansammlung erhältst du dauerhafte Boni auf deine Stärke. Okay. Schemen haben sich hier gesammelt. Warum befiehlst du ihnen nicht, sich zu zeigen? Ja, gucken wir mal. Ein Echo enthüllen. Erzwungene Manifestation. Zeigt uns euer wahres Gesicht. Sie lernen es einfach nicht, oder? Zu mir!
Sie lernen es einfach nicht, oder? Nimm die Beine in die Hand. Bitte Verstärkung. Ändere deine Strategie. Achtung! Ein Fehmen ergreift Besitz. Alter, was? Ach, ich hab versucht, den wegzumachen hier. Gott, Güte, du bist ja zäher als eine Kakerlake. Highland Kiss. Versuch es noch einmal. Oh. Jetzt wird's aber gefährlich hier. Achtung, er ergreift gleich Besitz. Ärger im Anflug. Ja. Ich kann dir helfen. Boah, ein bisschen Platz hier. Wieso geht die scheiß Kuh nicht tot hier? Ändere deine Strategie. Ja, okay. Ich will den erwischen. Kannst du nicht endlich sterben? Fort mit dir! Vernichte erst den anderen Schlingel. Jawohl. Ein dieser Brocken. Deine Scheiße ist mächtiger geworden. Sorgen müssen. Ach, ey. Was ein Kampf, ey. Nest besiegt. Macht erhöht plus 1 auf alle Attribute. So, und jetzt? Achso, das haben wir auch zu. Spektralstaub. Nest gebannt. Es ist immer optional. Alles klar. Gut, da hinten liegt auch noch was rum. Mal sehen. Ich spüre etwas in der Nähe. Was haben wir denn hier? Da hinten, ich sehe es schon. Was haben wir denn hier Schönes? Naja. Und jetzt sind wir wieder oben. Schönes. Was gibt's denn hier? Ach, da, dieser Sprung. Okay, alles klar. Von hier aus. Aber erstmal looten wir hier noch. Hier. Ganz schön hoch. Das schaffen wir schon. Geschafft.
Erinnere mich beim nächsten Mal daran, die Augen zuzumachen. Ah, ein Brief. Wir schreiben das Jahr 1695. Zurücklasttagebuch. Dessen zumindest bin ich mir sicher. Den Newsmiths zu folgen war ein Fehler. Achso, den Newsmiths zu folgen war ein Fehler. Nachdem wir unsere Häuser verlassen und bei Regen und Wind durch den finstersten Wald stapfen mussten, erreichte unsere Gruppe ein altes Jägerlager. Die Brücke nach Boston ist kaputt und wir können nicht weiterziehen. Diese Flucht in die Freiheit war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Erinnerungen an unser Zuhause in New Eden Town verblassen von Tag zu Tag mehr. Wir hatten dort Freunde und Nachbarn. Das Gelächter der Kinder schallte durch die Gänge der Schule und wir hatten ein Gemeindezentrum mit einem Pastor, der sich wirklich um uns kümmerte. Als wir mit Thickskins Gruppe aufbrachen, kehrten wir New Eden Town, ein Dorf, das wir einst aufgebaut hatten, den Rücken. Ich vermisse unser Zuhause zutiefst. Beth geht es ebenso, auch wenn sie versucht, es nicht zu zeigen. Wir werden zurückkehren, wir packen erneut unsere 7 Sachen und gehen zurück in unsere Heimat. Was immer durch den Wald streift, kann sich zum Teufel scheren. Möge Gott uns beistehen. Wie kommt man denn dahin? Da ist auch so ein Dingen. So eine Kugel. Aber ich sehe nicht, wie man da hinkommt. Das lernen wir vielleicht später noch. Dunkler Wald. Oh. Da ist noch ein Fragezeichen. Ich guck mal eben auf die Map. Wofür steht denn das Fragezeichen? Orientierungspunkt. Da sollten wir auf jeden Fall mal hingehen. Cool, wie auch die Blätter orange werden. Flucht! Alles in Ordnung? Sobald ich nicht mehr kopfüber hänge. Was war das? Eine Schlingfalle. Jacob Lynn sprach von einem Jägerlager. Es könnte in der Nähe sein. Etwas ist hier. Was? Lebendiges? Ja. Na toll. Wer seid ihr? Und woher kommt ihr? Schönes Gewehr. Ich komme von New Eden Town. Dann seid ihr furchtbar weit gereist, werter Herr. Wer seid ihr? Ich bin Red McGrath. Die Stadträte von New Eden Town haben mich angeheuert. Ich bin Verbanner. Seid ihr nicht mit dieser anderen Person im Gemeindehaus ums Leben gekommen? Ich bin in die Fluten gestürzt und wurde davongeschwemmt. So habe ich überlebt. Nun, bis jetzt jedenfalls. Das erste Mal, dass ich einen Verbanner sehe. Ich hätte mehr erwartet. Oh. Könnten wir diese Unterhaltung eventuell fortsetzen, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe? Hey, immer mit der Ruhe. Hört auf zu zappeln! Stillhalten, habe ich gesagt. Ich will sehen, wie ruhig ihr bleibt, wenn auf euch geschossen wird. Wenn das so ist, Verbanner, könnt ihr euch ja selbst aus der Falle befreien. Was? Wie? Nein, wartet! Unser Lager liegt unten am Hügel. Ja, ich werde dort auf euch warten. Kommt zurück! Scheiße! Ich nehme an, du kannst mir nicht helfen, oder? Das war unterhaltsam. Schön, dich lächeln zu sehen.
Warte. Da ist etwas. Was Lebendiges? Nein. Diesmal nicht. In der Hütte. Okay. Was zum Teufel ist das denn? Oh, shit. Ein Knochenwandler. Er hat uns Scheiße. Entdeckt. Ein was? Ein Knochenwandler? Ach du Kacke. Ja. Du schaffst das. Wie? Bitte. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wenn Gegner blocken, kannst du ihre Verteilung mit bestimmten Angriffen durchbrechen, wie zum Beispiel Reds aufgeladener Angriff, Antheas Manifestation, der perfekte Wechsel. War es das? Nein, noch mehr! Verpisst euch! War es das? Tatsächlich. Das hat doch gut funktioniert. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Ja, was hier noch rumliegt. Ah, können wir jetzt zumindest in die Hütte rein, ne? Kennen wir das? Hallöchen. Oh. Eine brennende Kiste. Machen wir das erstmal weg. Was haben wir denn hier für Loot? Oh. Ein Armband der Harmonie. I. Tab mehr anzeigen. Ah, wir können es sogar direkt upgraden. Wenn dein Tier erfolgreich aufrüstet, wird der nächste Schlagangriff 30% mehr Schaden. Aber wir können ja nur am Feuer aufrüsten. Können wir jetzt leider noch nicht machen. Da ist noch ein Brief. Okay, da können wir nichts. Wir können den Brief untersuchen. Lesen. Notiz eines alten Jägers. An die Mistkerle, die hier alles mit ihr beschissenen, verdorbenen, halb aufgefressenen Fraß und ihre beschissenen, kaputten, scharfkantigen Pfeilspitzen und was weiß ich verdrecken. Ihr seid eine Schande. Hier war schon lange niemand mehr, alles verrottet. Irgendwas hier außerhalb noch? Ja, Pilz. Und hier haben wir auch noch was. Ein bisschen Leder. Nee, ein Abschluss. Zum Abschluss bringen. Verbanner wurden dem genialen, dem Monologen Henry Bourget zufolge ursprünglich als Exilanten bezeichnet und sind wahrscheinlich Erben einer Ahnentradition der Bettlerpriester des alten Griechenlands. Wie auch immer ihr Name, ihr Titel und ihre Methode lauten mögen, ihr Hauptziel hat sich nicht geändert. Sie wollen den Abschluss bringen vom lateinischen Claudere und dem altfranzösischen Closure, was so viel wie Umzäunung eines Feldes oder Gebiet bedeutet. Daher sehen die meisten Menschen sie wohl als gutwillig an, so wie die Benedanti in Nordostitalien jahrhundertelang als nützliche und wohlwollende Hexen gesehen wurden. Sie reisen und werden dafür bezahlt, Probleme zwischen den Lebenden und Toten zu lösen. Sie kommen, um jeden Spuk ein Ende zu setzen, indem sie für einen Abschluss sorgen. Henry Bourget würde es als eine sündige Neigung, sich mit dem Unheiligen zu befassen, bezeichnen.
Aber dem möchte ich hinzufügen, dass sie den berechtigten Wunsch haben, die Wurzeln des Bösen zu vertreiben. Aus der Sicht der Verbanner ist eine Spukermittlung eine nicht beendete Geschichte, die auf ihren Abschluss wartet. Dieser Abschluss, wie sie es nennen, erfolgt, wenn ein Verbanner die an einer Spukermittlung beteiligten Personen versammelt, um die Vorkommnisse offenzulegen und zwischen verschiedenen Ritualen zur Lösung des Problems zu wählen. Mit dem Abschluss sind die Gegensätze bereinigt, mehr oder weniger schmerzlos für alle Beteiligten. Der Verbanner behauptet, mit Hilfe eines Erlösungsrituals den Geist von dem Grund zu befreien, warum er oder sie geblieben ist. Unerledigte Angelegenheiten, gegebene Versprechen, Ärger, Groll, Liebe, was auch immer. Die kraftvollen Worte des Verbanners sorgen für die Befreiung dieser Bindung über den Tod hinaus, sodass der Geist ihn aufsteigen kann. Symbolisch gesehen wurde der Geist erhört, ihm wurde vergeben, er würde geführt oder besänftigt und kann nun friedlich gehen. Um einen Geist zu befreien, muss ein Verbanner verstanden haben, was auf dem Spiel steht, sowie den wahren Grund erkennen, warum der Geist geblieben ist. Dies ist wohl der umstrittenste Teil ihres Handwerks, denn mit keiner Kreatur aus der Grube sollte eine Absprache gemacht werden. Das Durchführen eines Verbannungsrituals sollte für einen Verbanner genau aus diesem Grund immer vorteilhaft sein, um sich mit dem wahren Ursprung ihrer Tradition und ihrer Verwendung zu vereinen. Der Verbanner verliert keine Zeit damit, den verfluchten Geist höflich zu bitten, sanft zu gehen. Stattdessen wird der Geist gewaltsam fort, zurück in den Abgrund. So wird richtig mit dem widerspenstigen und teuflischen Spross umgegangen. Dieses Ritual sollte bei jedem Geist durchgeführt werden. Eine Diskussion oder Untersuchung sollte dann nicht mehr vonnöten sein, wenn der besagte Geist unverhohlen feindselig ist oder hinterlistig um unsere Gnade bettelt. Von den Verbannern, den historischen und heimischen Wurzeln ihres strittigen Wissens von Fairfax Haskell. Okay, ein weiterer Teil. Und hier haben wir noch was. Was haben wir hier? Zinte und Pyrit. So, da waren wir drin. Da vorne tut sich was. Die Jägerhütte. Oh. Ich kann nicht wechseln. Was denn? Da ist auch wieder eine Brücke. Jetzt kann ich wechseln. Warum gerade nicht? Verstehe ich nicht. Wegen der Animation oder was? So. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Kann man da eventuell runter? Nö. Nö, nö. Da kann man durch. Den nehme ich noch mit. Dann gucke ich einmal oben. Ich weiß nicht, ob wir erst hoch oder erst runter müssen. Und hier gibt es auf jeden Fall was. Es ist egal. Also so richtig frei bewegen kann man sich nicht. Ist zumindest bis jetzt ziemlich schlauchartig. Man wird so durch die Geschichte geführt. Eigentlich mag ich das, aber das Spiel verspricht eigentlich mehr. Also es wirkt eigentlich offener mit seinem... Ah, fuck, Alter. Haben wir ein paar übersehen? Du solltest von dort verschwinden. Wunderbar. Noch mehr Spaß. Huch, was jetzt? Falsche Taste gedrückt. Jetzt haben wir aber alles, wa? Ich bin gerade irgendwie auf Tab gekommen. Ah, deswegen. Alles klar. Jetzt muss ich mich noch dran gewöhnen mit dem Kuhwechsel hier. Na gut. Hallo? Das muss das Lager sein, von dem die Fallenfrau gesprochen hat. Sieht unscheinbar aus von hier. Wer war sie überhaupt? Eine Art Jägerin. Sie hat dich jedenfalls nicht gemocht. In solch schwierigen Zeiten hilft man einem Fremden nur ungern. Wir werden uns bestimmt anfreunden. Ich werde da bestimmt meine Waffe erkriegen, die wir noch
für die wir noch einen Slot haben. Wir haben uns gut gegen die Knochenwandler geschlagen. Du vor allem. Es ist seltsam, die Toten von dieser Seite aus zu sehen. Sie wirken ungewöhnlich vertraut, sind aber tausendfach grässlicher. Merkwürdig. Da können wir nicht hoch. Was ist das? Da sind sie ja. Befestigungen, düstere Minen. Jägerlager. Ein gutes Zeichen. Ruh dich aus, besorg neue Vorräte und dann schnell weiter nach New Eden Town. Ja, es ist so eine Art Stadt, scheinbar. Die Jägerin suchen. Na gut, wir können bestimmt erstmal mit ein paar Leuten hier reden und uns ein bisschen hier umsehen. Es sei denn, es sind die Türen wieder verschlossen. Komm mal her, Matschfrau. Guten Tag, Madam. Und euch auch einen guten Tag, Herr. Ja, sehr nett. Ihre Nase habe ich hier aber noch nicht gesehen. Woher kommt ihr denn? Das, Madam, ist eine lange Geschichte. Ich bin Red McWraith, der Verbanner. Edith Keane, Miss Keane, wenn ihr wollt. Also gut, wir sind keine Fremden mehr. Obwohl die Zeiten in der Tat befremdlich bleiben. So schlimm, was? Wir werden sicher überleben, aber jetzt gerade sind wir müde und hungrig. Habt ihr eure Familie verlassen, um herzukommen? Was gibt's Neues? Was gibt's denn Neues? Was gibt's Neues? Es tut mir leid, Herr, ich habe zu viel zu tun. Ach, komm schon. Gott wird diesen Ort segnen, aber er braucht uns, um die Arbeit zu tun. Ihr begreift das sicherlich. Ja, natürlich. Seid ihr allein hier? In der neuen Welt, meine ich. Keine Familie in England? Ich habe keinen Ehemann, wenn ihr das meint, und ich will auch keinen. Ich habe ein Grundstück zu bewirtschaften und einen Bruder zu ernähren. Das reicht mir. Seht euch doch um. Wie könnte ich mehr wollen als all das hier? Warum sollte ich mich nach Seide sehnen, wenn ich all diesen Scheiß hier habe? Ihr geht als einsamer Mann durchs Leben. Ihr seht nicht schlecht aus und doch scheint ihr nicht reich zu sein. Ich gebe euch einen Tipp. Sucht euch einen reichen Mann und heiratet ihn. Ha! Ich muss jetzt gehen. Passt auf euch auf, Herr. Mit Gottes Hilfe werden wir alle bessere Tage erleben. Ja, dann fühl du mal weiter im Matsch. Ich hab keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich sehe, dass in der Hütte was glänzt, aber wie komme ich in die Hütte rein? Das ist die große Frage. Gibt es einen anderen Weg? Oder wir kommen erst später rein. Das kann natürlich auch sein. Hier gibt es vielleicht auch einen Händler. Das sieht mir schon wieder so aus. Gehen wir mal in die Richtung. Was ist denn hier? Ah. Oh, was zum Teufel? Was haben wir denn hier? Das ist ja interessant. Was ist denn das hier für ein Versteck? Oh, Kiste. Und wo kommen wir da hin? Irgendwo hier ins... Keine Ahnung. Ich erforsche. Naja, kommt man nur zum Weg zurück, wie es scheint. Okay. Zum Weg zurück und dann wieder in die Stadt. Huh?
Das ist natürlich ein guter Geheimweg. Vielleicht brauchen wir den nochmal. Kann man hier nicht durch die Fenster? Nee, geht leider nicht. Warte. Ja, zack. So geht das. Durchs Fenster geklaut. Aber rein können wir da auch nicht. Ah, noch einer zum Reden. Einen schönen Tag. Ihr seid da. Ich bin Red McGrath. Der Verbanner. Wie seid ihr hierher gekommen? Mit dem Auto. Es war zugegebenermaßen mühsam. Eben, es wagen sich nur die in den Wald, die im Umgang mit einer Waffe geübt sind. Der Rest von uns Dummköpfen hängt hier im Lager fest und wartet auf die nächste Fütterung. Daniel Keen, übrigens. Mr. Keen. Besteht eine Verwandtschaft zu Edith? Und ob. Wir sind Zwillinge. Nicht, dass wir uns ähnlich wären. Sie mag ihre Geschichten. Hört sich selbst gern reden. Die gute Edith liebt es dramatisch. Tut sie wirklich. Allerdings gibt es in letzter Zeit auch genug davon. Hm. Was hat euch in die neue Welt geführt? Was ich mich gefragt habe, was hat euch in die neue Welt gebracht? Warum habt ihr eure Heimat für das Unbekannte verlassen? Wie so viele waren auch wir auf der Suche nach einem besseren Leben. Ein besseres Leben, in der Tat. Was gibt's Neues? Nun, Daniel, was gibt es Neues? Tut mir leid, euch jetzt so stehen zu lassen, Mr. McGrath. Aber ich habe noch viel zu erledigen. Auch keiner will mir helfen. Muss einen Beitrag leisten, oder? Na gut. Auf Wiedersehen, Daniel. Ja, versucht in der Zwischenzeit nicht zu sterben. Das lese ich so oft. Na gut, wir müssen da hoch. Dann scheint hier auch noch ein Weg zu sein. Hier sind wieder Ratten. Oh, das nehme ich mit. Hier geht es wieder in den dunklen Wald. Und wahrscheinlich auch nicht dahin, wo wir hinwollen. Da ist eine Brücke. Aber wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn in den... Ups, da. Wie kommen wir denn in den Laden? Wie kommen wir in den Laden? Geradeaus hoch. Das ist ja noch riesig hier. Hier gibt es ja doch noch einiges. Hallo. Aber auch da kommen wir nicht rein. Ah ja. Was zu lesen. Thick Skins Nachricht an Fortune Hayton. Hayton, unsere Häuser fallen auseinander und wir brauchen die Nägel zum Bauen. Bitte lieber schnellstmöglich und nicht wieder diesen Mist vom letzten Mal. Ihr sollt angeblich ein ausgezeichneter Schmied sein. Thickskin. Habt ihr Nägel für mich? Nur Leder. Ist aber groß hier. Kommt hier nirgendwo rein. Nirgends. Da kann man auch drüber. Hier irgendwas. Auch nicht. Ah, eine Kiste. Sehr still. Ha! Voll beklaut, Alter. Also durch die Fenster kann man trotzdem nicht rein. Okay, und hier endet das Dorf dann wahrscheinlich wieder, oder? So ein bisschen fischermäßig. Ja, hier gibt es ja noch mehr, ey. Noch mehr. Ja, da kommen wir leider nicht hoch. Auch nicht mit ihrer Hilfe. Nee.
Eins. Und da geht's wieder zurück zum Dorf, ne? Nicht ein Teil eines Boots oder so, der Mast. Ja. Einfach am Looten hier, der Typ. Das ist doch mehr, das ist ja der Wahnsinn. Ja, komm mal nicht rein. Das hätte so schön sein können. Da ist aber noch was. Osten. Das geht hier hoch. Okay, das heißt, wenn wir hier zurückgehen, müssen wir automatisch zum Händler kommen und können dann auch unsere Mission weitermachen. Wir wollen also eine Karte. Möchtet ihr etwa die Segel setzen? Oder steigt ihr in welche Richtung Boston liegt? Oder wollt ihr hier noch jemand zum Reden? Red McGrath, werter Herr. Hilfsbereiter Verbanner auf der Durchreise. Ich habe eure Begleiterin in New Eden Town kennengelernt. Seitdem haben sich die Dinge leider nicht verbessert. Ach, das ist der Herr. Stimmt's? Der Dingens, oder? In harten Zeiten und an unwirtlichen Orten braucht man Hilfe. Kann ich euch für meine große Auswahl an nützlichen und günstigen Waren begeistern? Unerwarteter Standort für der Typ da, ey. Vor allem ist das nicht der Tote eigentlich? Unerwarteter Standort für einen. Ich gebe zu, dass ich nicht erwartet hätte, hier draußen einen Laden vorzufinden. Wo der Mensch hingeht, folgt ihm der Handel. Die Dinge stehen schlecht. Aber solange man Geschäfte machen kann, ist noch nicht alles verloren. Der Typ lacht jetzt einfach die ganze Zeit hier. Ihr habt all diese Waren mit gebracht? Habt ihr sie auf dem Rücken hergetragen? Bei meinem schwachen Herzen? Natürlich nicht. Ich verließ New Eden mit Pferd und Gespann. Nachdem wir das Pferd verspeist hatten, machte ich die Reisenden zu Trägern. Ihr habt Menschen bezahlt, eure Ware zu tragen? Ihr habt Menschen als Träger bezahlt? Meine Waren sind mein Vermögen. Und mein Herz und mein Rücken sind zu schwach, sie selbst zu tragen. Nun, hoffentlich hat das Pferd wenigstens geschmeckt. Seht euch um. Die Leute sind durch die Hölle gegangen für das hier. Meine Waren machen das Leben ein wenig erträglicher. Und das alles zu einem attraktiven Preis. Und meine persönliche Meinung ist, dass eine prall gefüllte Geldbörse selbst die schlimmsten Zeiten etwas besser macht. Was gibt's Neues? Ach komm, wir lassen den erstmal hier passieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das ist ja... Nicht so. Stopp. So, wir versuchen es doch mal. Paris. Danke, aber nein, der Herr. Ein guter Tag. Ja, komm. Was gibt's Neues? Was gibt es Neues hier? Was habt ihr auf dem Herzen? Von mir hört ihr keinen Klatsch. Zumindest nicht gratis. Ach, verdammt. Zeigt mir eure Waren. Ihr findet hier sicher, was ihr braucht. Was können wir denn gebrauchen? Kaufen. Leder, Fell, Leinen, Wolle. Was ist das denn? Geheimnisvolles Versteck. Ja, das nehme ich mal. Rohstoffe. Verkaufen. Da kann ich doch welche. Wie viele verkaufen wir davon? Hälfte? 8 Stück? Habe ich. Hä? Wieso 2? 16 steht doch hier. Ach so, 16 im Besitz 2. Ach, da oben rechts steht das. Okay, hiervon haben wir 15. Da kann ich. Hier kann ich da mal 8 von verkaufen. Leder haben wir wirklich viel.
Da verkaufe ich auch mal die Hälfte. Und auch hiervon kann ich die Hälfte verkaufen. So, das sollte erstmal reichen. Ja, das war auch super. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hier rannte doch gerade auch noch einer rum. Aber ich guck mal erstmal, was für einen geheimnisvollen Brief wir haben hier. Schmuckstücke und Klimbim. Sommer, Ende nur für Kummer und Grimm. Doch im düstern und tristen Walde findest du sie schon beide. Folge dem Wind, verirr dich nicht. Lass dich nicht vom Sand fernhalten. Lass dich nicht vom Sand fernhalten vom Licht. Okay, im düsteren Walde? Der war ja definitiv in der Nähe, ne? Warte mal. Wir müssen unsere Mission machen. Ich nehme das mal mit hier. Ihr seid neu hier. Ich bin neu. Ich wünsche einen guten Tag. Red McGrath, Madam. Zu Diensten. Ihr seid weit weg von Schottland. Habt ihr euch verirrt? Ja. Ich bin nur ein einfacher Verbanner auf der Durchreise. Ein Verbanner also? Ich kümmere mich um die Lebenden und überlasse unserem Herrn die Toten. Ihr solltet das Gleiche tun. Glaubt ihr nicht an Geister? Glaubt ihr nicht an Geister? Ich glaube an den Himmel und an die Hölle. Ich glaube, dass Gott einen Plan für unsere Erde hat. Ich glaube daran, anderen zu helfen. Selbst Charlatan, so hinterlistig sie auch sein mögen. Mir ist euer Name nicht bekannt, Frau Doktor... Der Gouverneur würde mich niemals Doktor nennen. Mistress genügt. Mistress Evelyn Fitcher. Miss Fitcher, wie seid ihr dazu gekommen, Ärztin zu werden? Mistress Fitcher, darf ich fragen, wieso ihr Ärztin wurdet? Ich bin keine Ärztin, also nennt mich nicht so. Mein Vater war Arzt gewesen. Ich interessierte mich dafür. Er hat mich dazu ermutigt. Gott, so sagte er, wirke durch jeden, der ihm dienen wolle. Außerdem brauchte er meine Hilfe. Er litt an Arthritis. Er war ein ungewöhnlicher Arzt. Seine Patienten verstarben selten. Man vertraute ihm und auch mir, obwohl man mich nur als Wehmutter kannte. Als er verstarb, übernahm ich seine Patienten. Und ihr? In wessen Fußstapfen seid ihr getreten, als ihr Verbanner wurdet? In die eines teuren Freunds. Ich werde ihm auf ewig dankbar sein, denn durch ihn lernte ich die Liebe meines Lebens kennen. Ich habe große Lust, mich hier zu zeigen. Sehr große Lust. Was gibt's Neues hier? Reden wir über was anderes. Zum Beispiel über die Welt, die Umgebung. Die Umgebung hier, darum kümmern sich die Schwestern Newsmith. Ich muss mir lediglich um den nächsten Patienten Gedanken machen. Okay, komm, die sind ja alle immer so freundlich hier. Der Herr wird euch leiten, Verbanner, wenn ihr es zulasst. Aber die sieht auch genauso aus wie die andere Unfreundliche aus New Eden. Ja, okay, Kräuter hat sie schon mal. So, wir müssen... Was gibt's hier oben? Boah, ist alles so groß, ey. Ich frag mich, was dieses Teil soll. Da rein? Da. Da müssen wir hin. Ich weiß nur nicht, ob es hier reingeht. Sieht nicht so aus. Aber da können wir rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie hoch. Da oben. Das sieht doch danach aus. Kommt, ich will ein Wort mit euch wechseln. Ach, da ist die Jägerin. So, ihr habt uns also doch gefunden, Red McGrath. Ja, auch ohne eure Hilfe. Ich musste sicher sein, dass ihr alleine zurechtkommt. Ihr könnt so lange bleiben, bis wir euch auffordern zu gehen. Ich bin Kate Newsmith. Ihr könnt euch an mich wenden, wenn ihr etwas braucht. Seid ihr mit Thickskin verwandt? Newsmith, nicht zufällig mit Thickskin verwandt? Doch, sie ist meine Schwester. Ah ja. Antea und ich trafen sie in der Stadt, als wir ankamen. Thickskin wird schon bald von der Jagd zurückkehren. Mein Beileid übrigens.
Wieso sollte ich gehen? Warum würdet ihr mich fortschicken? Wer nicht mit anpackt, der packt seine Sachen. Wir füttern keinen durch, der nichts beiträgt. Immerhin verarbeiten sie dich nicht zur Nahrung. Hm, hatten wir ja schon. Könnten meine Fähigkeiten hier gebraucht werden? Was ist mit New Eden Town passiert? Hier mal ich fragen. Kann euch meine Dienste als Verbanner anbieten, wenn euch das weiterhilft. Unsere Moral ist am Boden. Albträume plagen uns. Tut, was nötig ist. Helft den Bedürftigen. In Ordnung. Wer braucht uns? Prudence Hake, eine Witwe unter vielen. Sie kocht für uns. Aber in letzter Zeit kocht sie nur Mist. Wer für gutes Essen sorgt, ist ein wahrer Held. Was ist mit New Eden Town passiert? Wie ist die Lage in New Eden Town? Ich muss dorthin zurück. Ihr seid wahnsinnig. Es gibt keinen Weg zurück. Dort ist nichts mehr. Wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die noch übrig sind. Hm. In New Eden Town herrschen jetzt nur noch Trauer, Krankheit und Tod. Einige von uns hatten Heimweh. Wir hörten ihr Geschrei im Wald. Sie kam nicht zurück. Da draußen lauert Böses. Die Leute träumen von einer mörderischen Bestie, die sie tötet, wenn sie das Lager verlassen. Es gab noch eine zweite Gruppe. Sie kam nie hier an. Einige glauben, die Bestie hätte sie erwischt. Wie ich sage, wir sind vielleicht die Letzten. Schuld. Furcht. Sie mimt die Tapfere, aber ihre Augen lügen nicht. In Ordnung. Ich sehe mich mal um. Ich statte der Witwe Hake einen Besuch ab und erkundige mich nach ihren Sorgen. Wenn ihr Prudence nicht findet, fragt Jane. Sie stehen sich nah. Bitte seht auch nach dem Schmied. In letzter Zeit arbeitet er noch schlechter als sonst. Oh, okay. Mit Jane sprechen, mit Prudence sprechen, die Schmiede besuchen, mit denen sprechen, die Hilfe brauchen könnten, also mit allen. Gut, los geht's. Wir haben noch eine leere Hütte. Ein Baum hat sie beschädigt, aber ihr könnt nutzen, was davon übrig ist. Willkommen im Düsterwald. Der Düsterwald. Habt ihr schon viele Knochenwandler gesehen? Seid ihr bei euren Streifzügen durch den Wald auf viele Knochenwandler gestoßen? Was zum Teufel ist ein Knochenwandler? Leichen, von bösen Geistern besessen. Wandelnde Tote. Ihr versteht, wenn ihr sie seht. Gott erbarme sich. Habt ihr einen gesehen? Nein. Mehrere. Aber das ist eine Frage, die ich stellen muss. Nur wir scheinen die Knochenwandler anzuziehen. Deinetwegen. Meinetwegen. Unseretwegen. Über den Albtraum. Darf ich euch fragen, was ihr über den Albtraum wisst? Ja, ich träume schlecht. Fürchterliche Albträume. Alle haben die. Wir Verbanner nennen die Kreatur, die das Haupthaus heimsucht, einen Albtraum. Eine Art von Geist. Von der übelsten Sorte. Sind sie das nicht alle? Die Stadt war verdammt. Meiner Schwester war das klar. Nach eurem Missgeschick war es Zeit für uns zu gehen. Eure schlechten Träume. Erzählt doch mal. Vielleicht liegt es am Hunger, vielleicht an der Angst. Aber wir scheinen alle denselben Traum zu haben. Einer Bestie, einem Wolf, der doch kein Wolf ist. Größer, merkwürdiger. Er heult und jagt im Schatten. Äußerst interessant. Aber eigentlich nur ein Traum. Meint ihr? Außer Thickskin kehrt niemand zurück, der das Lager verlässt. Könnte an der Bestie liegen. Deshalb bleiben wir nun alle hier. Ja, ich bin ja hier, über die Bestie. Erzählt mir mehr von dieser Bestie. Wir hören sie nur heulen, aber niemand hat sie je gesehen. Und wir hören die Schreie von Menschen. Keiner kam je zurück. Wir hoffen, dass sie es nach Boston geschafft haben. Wollen wir nicht verhungern, müssen wir auch dorthin. Aber in unseren Träumen sind sie tot. Geht es wirklich nicht anders? Wir können hier weiter am Hungertuch nagen, uns Mut machen und überleben. Oder wir können im Wald sterben, gefressen von einer sabbernden Bestie. Wir haben uns entschieden zu leben. Und was gibt's Neues? Ich muss euch über das Lager fragen. Fragt? Wo ist eure Schwester? Wo ist eure Schwester? Unterwegs, dreht ihre Runden, auf der Jagd, wenn sie wild findet. Eine Newsmith bleibt hier, die andere zieht los. Sie ist ganz allein da draußen? Als Jägerin ist sie dreimal so gut wie alle anderen hier. Wir wären ihr nur ein Klotz am Bein, meint sie. Seid ihr schon lange hier? Ha,
Das weiß keiner so genau. Für einige vergeht die Zeit wie im Flug, für andere steht sie still. Ohne Nächte ist es schwierig, die Tage zu zählen. Was würde Thickskin sagen? Sie würde sagen, so etwa einen Monat. Eine Lüge. Wir haben beide mitgezählt, aber kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ich habe es aufgegeben. Der Albtraum verändert die Zeitwahrnehmung. Diese Leute hier sind dem Fluch nicht entkommen. Wer benötigt Hilfe? Wer denkt ihr, braucht hier Hilfe? Hat's doch gerade gesagt, oder? In der Schmiede stimmt irgendetwas nicht. Dort könntet ihr beginnen. Okay. Dann lebt mal wohl. Dann gehe ich erst mal. Ruht euch aus. Ihr braucht eure Kraft, wenn meine Schwester zurückkehrt. Ich lasse euch holen. Alles klar. Alles klar. Achso, wir sollen uns erstmal ausruhen. Sie kann mich wohl gut leiden. Suchen wir deine Hütte. Dann wissen wir, wie gut. Genau, fangen wir mit der Hütte an. Aber erstmal loote ich hier noch, was das Zeug hält. Siehst du? Lohnt sich immer. Verschlossen. Nein. Wir brauchen einen Schlüssel. Einen Schlüssel? Wo finden wir einen Schlüssel? Okay, gehen wir erstmal zur Hütte. Das war wahrscheinlich die, die draußen stand, ne? Oder die da hinten? Ach doch, die hier. Das ist unsere Hütte. Ja, schön. Jägerlager entdeckt. Und müffelt auch nicht so wie Jacob Lins Bude. Der Gestank war nicht das Schlimmste an Jacob Lins Unterschlupf. Hier gibt es ein bisschen was zu lesen. Oh, Schlüssel zum Fallenstiller-Reservoir. Okay. Ein Schlüssel? Keine Ahnung, was haben wir hier? Die offizielle Übersetzung der christlichen Bibel für die Church of England, die auch die offizielle Bibel der Puritaner ist. King James Bibel. Okay, was haben wir hier noch? Zurückgelassener Brief. Meine liebste Evelyn, wie du weißt, müssen Alexander und ich nach Hause zurückkehren. Der Plan der Newsmiths erschien ein guter zu sein, aber jetzt ruft Gott unsere Herzen zurück nach New Eden. Die Pferde und ihre Weiden sind zwar nicht mehr, aber das Haus steht noch. Wir werden dort alles wieder aufbauen oder sterben, aber in jedem Fall werden wir dort sein, wo wir hingehören, zu Hause. Ich schreibe diese Zeilen, weil ich dir für deine Güte und deine stets aufmunternden Worte danken möchte, vor allem als ich dachte, meine kranke Lunge würde endgültig den Geist aufgeben. Danke von ganzem Herzen und möge Gott dich segnen. Deine teuerste Freundin Elizabeth. Machen wir das Feuerchen an. Dann haben wir wieder einen Safe Point und können es wieder ein bisschen aufrüsten. War dumm. So, jetzt haben wir es wahr. Ich zumindest. Dann checken wir unser Inventar und rüsten dieses Ding hier auf. Auf Stufe 2. Sonst können wir nichts mehr aufrüsten. Wir können aber noch unseren Charakter entwickeln. Hier haben wir einen neuen Point. Den Gegner dem Schlangen besiegen, wird die Banneranzeige um 20% gefüllt. Ach, hier unten können wir noch was auswählen, oder? Unerbitterlicher Geist. Wenn Phantomsatz bei voller Banneranzeige... Ich... Spektralsicht. Phantomsatz. Ich verstehe irgendwie nicht, wie wir hier was freischalten können. Oder, warte mal. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich verstehe das Menü nicht. Wie wir jetzt hier unseren Punkt noch... Entwicklung.
Oder wir können noch nichts erweitern. Ich kann nur die roten Sachen erweitern bisher. Hm. Na gut. Dann müssen wir wohl gucken, was wir sonst noch so aufmachen müssen hier. Einige Aufgaben haben wir vor uns. Die Waldbewohner wären sehr viele Aufgaben. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.